die Toten wieder aufstanden, war ich klein und allein. Bis ein Mann namens Lee mein Beschützer wurde. Lee beschützte auch andere Leute. Aber er konnte nicht alle retten. Die Lebenden waren so gefährlich wie die Toten. Lily, eine Frau in unserer Gruppe, verlor ihren Vater. Und sie hat es einfach nicht ertragen. Sie tötete, was Lee gerettet hatte. Lee hatte Mitleid mit ihr, aber sie nutzte ihn später aus. Lee brachte mir bei, zu überleben. Er beschützte mich, solange er konnte. Aber er wurde gebissen. Wegen mir. Aber er blieb bis zu seinem Tod mein Lehrer. Schneid dir die Haare kurz. Ist das Risiko nicht wert? Lee konnte nicht überleben. Und er wusste es. Er hatte eine allerletzte Bitte an mich. Ihn zu erschießen. Und das habe ich. Danach traf ich eine andere Gruppe. Kaputte Menschen auf der Flucht vor sich selbst. Eine der Frauen bekam einen kleinen Jungen namens Alvin Jr., AJ. Er überlebte. Seine Mutter nicht. Ich fing an, mich um ihn zu kümmern. Aber Jane ließ AJ im Schnee zurück. Wir dachten, er sei für immer verloren. Kenny flippte völlig aus. Und ohne Lee musste ich eine Entscheidung treffen. Ich hielt Kenny auf, gab ihm endlich Frieden. Aber AJ lebte. Jane hatte ihn nur versteckt, um etwas zu beweisen. Nach all dem dachte ich trotzdem, dass wir zusammenbleiben sollten. Für AJ. Aber wie alles war auch das nicht von Dauer. AJ und ich reisten zu einer neuen Grenze. Ich dachte, wir hätten etwas Solides gefunden. Aber ich habe mich wieder geirrt. Sie nahmen mir AJ weg. Ich sei zu jung, um mich um ihn zu kümmern. Ich kämpfte. Aber ich war zu schwach. Ich habe lange gesucht. Und als ich die Hoffnung aufgab, fand ich ihn. Wir suchen jetzt gemeinsam nach einem Ort, den wir Heimat nennen können. AJ hat nur mich. Ich habe nur ihn. Und ich beschütze ihn mit meinem Leben. So wie Lee mich beschützt hat.
Was machst du denn da, Schlawiner? Ich tue, als hätten wir Kugeln. Lass es. Es fängt an zu nerven. Nenn mich nicht Schlawiner. Dafür bin ich zu groß. Also bist du jetzt wohl groß? Ja. Lass mich fahren. Ich lasse dich nicht fahren. Was ist los? AJ? Hunger. Hier, üb lesen. Aber ich will nicht. Das lenkt dich aber von deinem Bauch ab. Ofen, vorheizen, Rahm und Vanilleschoten in einen Topf geben und aufkochen lassen. Ach, weißt du, lass es lieber. Davon kriegst du nur noch mehr Hunger. Hier, mehr haben wir nicht. Und du? Ist ruhig. Wir finden sicher bald was. Ich glaube dir. Tun wir's? Denk schon. Sieht gut aus. Tun wir's. Wasser brauchen wir auch. Also gut. Suchen wir uns Essen. AJ, bleib zurück. Er ist am Boden. Noch da? Noch da. Keine Bisse. Jetzt gehen wir da rein. Was machen wir an einem neuen Ort? Wir lauschen nach Monstern. Und dann? Komm schon, du weißt das.
Wer? An einem neuen Ort. Wir prüfen die Fenster. Ganz genau. Monster. Gefesselt. Kriegen die uns? Nein, tun sie nicht. Die Fenster sind alle zugenagelt. Die ist verschlossen. Sicherheitstür. Die ist nicht aufzukriegen. Du hast Hunger, ich weiß. Ich auch. Wir finden bald was. Versprochen. Gift. Haben Sie aufgegeben? Sie wollten die Welt gemeinsam verlassen. Hand in Hand in Ihrem Zuhause. Finden wir ein Zuhause? Mal sehen. Bitte lasst uns in Frieden. Wir wollten es so. Der ist bestimmt für die Tür. Das klappt nicht. Holen wir den Schlüssel? Er ist riskant. Vielleicht finden wir einen anderen Weg rein. Sehen wir uns um. Müssen clever sein. Ganz genau. Selbst eingemacht. Vielleicht sind da noch mehr. Gut gegessen. Für Ihr letztes Mal. Das wäre auch zu einfach, oder? Zu klein zum Durchkrabbeln. Also für mich. Schlüssel oder Fenster? Das steht zur Auswahl. Ganz schön dunkel. Wir sollten die Monster töten. Die sind keine Menschen. Sie waren mal Menschen. Und wollten in Frieden gelassen werden. Was ist besser? Ich hol den Schlüssel. Tut mir leid. Yeah.
gemacht. Es tut mir wirklich leid. Denen ging es hier gar nicht schlecht. Können wir hier bleiben? Mal sehen. Niemand ist hier. Es ist nirgendwo jemand. Immer sind es nur Monster. Es gibt nicht mehr viele Leute, Kleiner. Das ist traurig. Wie viele waren es mal? Ganz viele. Nur ein paar. Denk dran. Du weißt schon. Ziel immer auf den Kopf. Ganz genau. Na komm, suchen wir weiter. Irgendwas Essbares muss es geben. Ich hoffe es. Verdorben. Sorry, Kleiner. Ewig abgelaufen. Verdammt. Ganz genau, Kleiner. Dreckmist. Schau mal. Alles klar? Jupp. Hab bloß Hunger. Weh im Bäuchlein? Nein, normaler Hunger. Hier drunter ist was. Tür im Boden? Ja. Wollten wohl was verstecken. So viele Sachen. Ja, echt viel. Damit könnten wir uns wochenlang satt essen. Eine Falle! Monster. Verdammt. Okay, wir müssen zurück zum Auto. Du weißt, was zu tun ist. Halt dich raus und warn mich. Ich mach den Weg frei.